wie kann ich das in der Praxis umsetzen? Die segmentale Stabilität ist eigentlich der Klassiker, sollte, denke ich, auch jeder kennen. Man liegt auf dem Rücken, man zieht den Bauchnabel ein, nach innen oben und soll halt entspannt weiteratmen. Man aktiviert dadurch den Muskel transversus abdominis, man soll keine Bauchpresse machen, den Beckenboden kann man mit einbinden und man soll darauf achten, dass das Becken und die Lendenwirbelsäule dabei nicht mitbewegt. Und der Patient sollte das ungefähr 10×10 Sekunden halten können und das über den Tag verteilt natürlich machen als Eigenübung. Die Multifidei kann ich sehr gut aktivieren oder stimulieren, indem ich halt, wenn der Patient in Bauchlage liegt, gucke halt, dass ich den Wirbel ganz sanft versuche, nach ventral zu schieben und dem Patienten den Auftrag geben, dass er lokal halt muskulär versuchen soll, dagegen zu halten. Wenn er das alles ganz gut hinkriegt, dann kann ich das natürlich steigern, indem ich halt diese segmentale Kontrolle halt bei dem Patienten oder die segmentale Stabilität anspannen lasse, also die Muskulatur anspannen lasse und dann anfange mit ihnen zum Beispiel über Beinbewegung oder Armbewegung halt das zu erschweren und ich kontrolliere halt ständig, ob er die Spannung auch wirklich halten kann. Eine weitere Steigerung wäre dann, dass ich die Ausgangsstellung ändere, dem Patient halt, dass die Schwerkraft mehr wirkt, wie zum Beispiel im Sitz. Der Patient soll halt seine Lendenwirbelsäule stabilisieren in der normalen physiologischen Position und dann mit den Armen oder durch eine Rumpfbewegung halt sich so ein bisschen aus der Kontrolle bringen lassen, aber dabei immer wieder versuchen, die Lendenwirbelsäule stabil zu halten. Eine weitere Steigerung wäre halt, dass man dann in den Stand geht, wie hier in so einer klassischen Squat-Position, dass der Patient zwei ungleiche Hanteln bewegt und dadurch halt so eine gewisse Rotationsstabilität erarbeiten muss oder halt physiologisch, dass ich gucke, dass er halt die Standbeinphase halt trainiert, noch mit ein bisschen Entlastung, dass er sich hinabstützen kann und durch gleichzeitige Oberkörperaktivität. Wenn er dann das Mieder nicht mehr also wenn er sich das abgewöhnen soll, dann sind halt unsere Ziele erstmal, dass wir natürlich versuchen, das ganze Vorhergearbeitete weiter zu steigern. Vielleicht auch schon hin, das hängt auch vom Patienten ab, dass wir mehr in die funktionelle Stabilisierung gehen. Wir gucken natürlich auch, dass wir Verbesserung der strukturellen Beweglichkeit hinkriegen. Vielleicht schon Schulung von Alltagsbewegungen, wenn der Patient das braucht. Sollten aber, und das war ja auch vorhin schon eine ganz eine Frage, gerade bei Spondylolisen, die ersten freien Segmente drüber und drunter, sollten wir halt da sehr gut unter Kontrolle haben und da auch gerade in den Bereichen gucken, dass eine gute muskuläre Stabilität stattfindet bei den Bewegungen, weil diese Bereiche halt sehr viel Bewegung und Belastung kompensieren müssen. Und das Hauptziel in dieser Phase ist halt, dass der Patient halt wirklich wieder Vertrauen in die aktive Stabilität und Belastbarkeit seiner Wirbelsäule kriegt. Die strukturellen Probleme, da gucke ich halt, was der Patient halt für Probleme hat. Ich kann halt hier eine schöne Flexionsmobilisation machen, den thorakologalen Übergang halt mobilisieren oder eine Rotationsmobilisation durch einen unilateralen PA machen. Wie gesagt, das sollte symptomorientiert sein und halt auch defizitorientiert sein. Die Steigerung, auch da müssen wir natürlich immer, können wir nicht immer davon ausgehen, dass wir junge, sportliche, gut durchtrainierte Patienten haben. Wir haben es auch sehr häufig mit älteren Patienten zu tun und da muss ich halt einfach gucken, wie ich die Steigerung halt hinkriege. Bei dieser Dame nach einer Spondylolyse halt versuche ich das einfach, indem ich sie auf den Pessiball setze, dann hat sie halt einen leichten, instabilen Untergrund und soll dann halt bei einer stabilen Lendenwirbelsäule halt versuchen, über die Arme halt sich so ein bisschen aus dem Gleichgewicht zu bringen und dann trotzdem die Stabilität zu halten. Bei etwas jüngeren Patienten, die fitter sind, dann kann ich natürlich die Steigerung hinkriegen, indem ich halt kleinere Unterstützungsfläche wähle, wie hier beim Slingtrainer. Hat er halt im Endeffekt nur die Unterarme, wo er sich stützt, die Beine hängen auf und er kann damit sehr gut die ventrale Stabilität, also die ventrale Kette halt aktivieren. Rechts sieht man halt, das ist eine Übung für die laterale Kette und die laterale Stabilität, dass er so einen Seitstütz auf dem aufgeblasenen Halbball macht. Wie gesagt, das sind alles Möglichkeiten der Steigerung, die man natürlich unendlich weiter verfolgen kann. Aber wichtig ist, dass der Patient oder dass wir Therapeuten immer darauf achten, dass es erstmal um die Stabilität der Wirbelsäule, der Lendenwirbelsäule geht. Wenn es dann soweit ist und auch vielleicht in Absprache und Rücksprache mit den Ärzten, geht man halt in die Rehabilitationsphase. Die Voraussetzung, dass der Patient da überhaupt rein kann, ist halt, dass er absolut schmerzfrei ist und auch eine wirklich ziemlich gute Beweglichkeit hat, die wir vorher mit ihm erarbeitet haben. Wir müssen da auch dann ein individuelles zugeschnittenes Trainingsprogramm gerade für die dynamische, funktionelle Stabilität hinkriegen und auch hier immer dran denken, bei einer Spondylolisse halt wirklich immer ein gutes Augenmerk darauf haben, dass die ersten freien Segmente drüber und drunter halt gut muskulär gesichert werden.
Und das Hauptziel ist auch hier die Wiedererlangung der bestmöglichen ursprünglichen Belastbarkeit und Beweglichkeit der Wirbelsäule im Hinblick auf den Alltag, Beruf und auch Hobby und Sport. Ein Beispiel ist hier einmal der Russian Twist und die Barbell Rotation. Das sind halt Übungen, die Patienten durchführen können, wo wir halt wirklich fast alle Bewegungen mit drin haben. Wir haben die Extension, Flexion, die Lateralflexion, die Rotation der Wirbelsäule. Es geht jetzt hier wieder um eine kontrollierte, gut stabilisierte Bewegung der Wirbelsäule. Wir trainieren hier die Konzentrik und die Exzentrik. Also man hat im Endeffekt alles drin. Und muss es natürlich auch wieder dem Patienten anpassen. Wie gesagt, das kann ich nicht mit jedem Patienten machen. Aber wie gesagt, wir haben häufig auch leider Gottes viele junge Patienten, die am Rücken operiert sind, sei es an der Bandscheibe, also meistens dann auch an der Bandscheibe. Und die sollen natürlich auch anschließend wieder in den Alltag, ihren Sport, den sie machen, auch wieder zurückkehren. Und da muss man halt solche Übungen auch durchführen. Wir müssen den Patienten natürlich auch Eigenübungsprogramme mitgeben. Das heißt, wenn sie zum Beispiel bestimmte Bewegungen wie das Heben oder beim Sport den Golfschwung durchführen müssen, dann versuchen wir das natürlich als Eigenübung hier mit dem Theraband, eine kontrollierte Bewegung durchzuführen, die aber auch gleichzeitig einen kräftigenden Effekt hat. Nebenbei kann man dann natürlich auch noch die ganzen Behandlungsmöglichkeiten verwenden in der Phase, die wir auch bei Frau Dorschak gesehen haben in dem Vortrag. Wie gesagt, das muss man dann patientenabhängig sehen oder zum Beispiel auch eine Rückenschule, wie es der Herr Schröder empfohlen hat, kann man den Patienten dann auch empfehlen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Blume, für diesen hervorragenden Vortrag. Russian Twists and Barbell Rotation gefällt mir sehr gut. Hört sich an wie ein Cocktail, aber ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich habe schon festgestellt, lokale Stabilität, ja, aber globale Stabilität, das ist für mich.